Auch 2015 lud der Verschönerungsverein Mautern zum traditionellen Maibaumfest. Unter tatkräftiger Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Mautern wurde die knapp 29 Meter hohe, vom Bürgermeister Heinz Brustbauer selbst geschlägerte und zur Verfügung gestellte Fichte vom Verschönerungsverein aufgestellt. Die Obfrau des Verschönerungsvereines, Renate Matthus, begrüßte unter den zahlreichen Gästen den Bürgermeister sowie Stadt- und Gemeinderäte und sprach ein paar Worte im Namen des Maibaums. Ich bin ein sehr wertvolles Traditionsgut. Schon in keltischen Zeiten hat man mich gegen Hitze, Blitzschlag, Hexerei und Unglück bereits aufgestellt, denn schließlich ist heute der 1. Mai die Walpurgisnacht. Ich wurde als schönster Baum von Herrn Bürgermeister ausgesucht, umgeschnitten und anschließend den Verein für sein Fest heute gespendet. Geschätzter Pater Clemens, geschätzte Obfrau, liebe Bürgerinnen und Bürger, von mir einen wunderschönen guten Morgen, schönen Vormittag. Ich möchte vorab einmal Dank sagen für die wirkliche tatkräftige Arbeit, die uns der Verschönerungsverein geleistet hat. Die Renate hat es schon erwähnt, ich habe den Baum zwar gefällt, dazu bedarf es nicht viel, es geht relativ rasch. Ihn wieder aufzustellen bedarf viel mehr Arbeit und ich möchte Dank sagen dem Verschönerungsverein und der Freiwilligen Feuerwehr, die das gemeinsam hinbekommen haben. Die Renate hat ja schon erwähnt, für was dieser Baum alles steht. Also wir wünschen uns eine schöne Frühlingszeit, soll ja auch irgendwo ein Symbol sein, dass der Winter jetzt vorbei ist. Heute spüren wir es zwar noch nicht ganz, aber nachdem der Winter nicht wirklich da ist, scheinbar dauert es ein bisschen länger, bis er dann wirklich geht. Steht natürlich auch für Fruchtbarkeit und wir wünschen uns natürlich eine reiche Ernte, die jetzt gedeihen soll über den Sommer und natürlich ein friedvolles Zusammenleben in der Gemeinde. Lasst uns beten, guter Gott, wir haben uns hier versammelt, um diesen Baum, dieses Zeichen des Lebens, der Freude, des Wachstums und der Fruchtbarkeit. Segne diesen Baum, segne alle, die ihn errichtet haben, segne alle, die ihn sehen werden, die er begrüßen wird, unsere Stadtgemeinde, unsere Zeit heute. Lass das Gute wachsen, bewahre uns vor allem Bedrängenden, Bösen und Zerstörenden, und segne all die Engagements, wo Menschen auch bei uns hier sich für das Miteinander einsetzen und das Füreinander in der Politik, in den Betrieben, in den Familien, in den Vereinen und überall, wo Menschen füreinander einstehen. So segne diesen Baum und uns alle durch Christus, unseren Herrn. Amen. Segen heißt, alle guten Gedanken und Wünsche, die wir haben, empfehlen wir dem lieben Gott. So wünsche ich uns allen ein schönes, ein gesegnetes, ein glückendes Fest und alles Gute für heute. Nach der Segnung durch Stadtpfarrer Pater Clemens lud der Verschönerungsverein die Bevölkerung und alle Helfer in den prächtigen Arkadenhof der Familie Mold zu Freibier ein. Gespendet wurde dies vom Vizebürgermeister Philipp Hirsch und der Firma Neger. Danke.
Mit Bratwürstel und Koteletts sowie Mehlspeisen und Kaffee stand danach einem gemütlichen Beisammensein nichts mehr im Wege.